Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich habe eine weitere BB-Cream im Test mit euch zusammen, hier vor der Kamera. Und zwar geht es diesmal um die BB-Cream von Altera. Gibt es bei Rossmann, also ist die Naturhausmarke von Rossmann. Und 6 in einem bedeutet mattierend, feuchtigkeitsspendend, UV-Schutz. Ich muss jetzt mal gucken, was das noch alles war. Ich habe das jetzt nicht alles im Kopf. Straffend, kaschiert Fältchen, so glättend und glättend, ja. Ich habe sie jetzt schon aufgetragen. Das ist jetzt praktisch das Wort, was ich jetzt an euch richte, ist am Ende des Videos. Und ich bin sehr gespannt gewesen und ihr könnt es auch sein. Also sie mattiert. Die Rezeptur ist zu 100% frei von Mikroplastik, also frei von Parabenen, von Silikonen und sämtlichen oder anderen Mineralölprodukten. Dann hatten wir noch, was haben wir denn da noch? Hautverträglich und mit Bio-Shea-Butter. Hört sich alles ganz gut an, ne? Kostet 3,19 Euro. Im Übrigen, ich habe ja jetzt, also die... Das ist jetzt keine Welt, ne? Also die kosten ja nicht so viel, aber trotzdem habe ich die ja jetzt hier rumliegen. Einige habe ich schon verschenkt. Ich habe jetzt noch die BB-Cream von Nivea zu verschenken, wer möchte. Und die nach dem Auftrag, nach dem Video auch. Also lediglich zum Demonstrieren sind sie benutzt worden. Also wer möchte, dem kann ich das gerne zuschicken, ne? Ich meine, wahrscheinlich ist das Porto dann teurer als die Creme, aber es ist egal. Weil wir wollen ja uns ein bisschen im Minimalismus üben und teilen und abgeben. Und das muss ja nicht hier rumstehen. Ich muss mich ja jetzt nicht hier zustellen mit BB-Creams, weil ich diese Testreihe mache. Und ähnlich werde ich das auch mit den Foundations dann handeln. So, also, bis gleich. So, dann beginnen wir mal mit dem Auftrag dieser BB-Cream Beauty Balm von Altera. Gibt es bei Rossmann zu kaufen, also biozertifizierte Marke, in zwei Hauttönen. Einmal heller Hautton und einmal mittlerer bis dunkler Hautton. Der hellere Hautton, ich habe schon mal ein bisschen im Netz recherchiert, der soll wohl gar nicht abdecken. Ich habe mich jetzt für den dunkleren Hautton entschieden und bin sehr gespannt. First Impression. Und trage das jetzt wieder mit einem Pinsel auf. Das Tübchen hat 50 Milliliter, kostet 3,19 Euro zurzeit. Eigentlich 3,99 Euro, zurzeit bei Rossmann für 3,19 Euro. Also ich habe das schon mal geswatcht und es ist wirklich dunkel. Es ist eine Textur, die sehr dickflüssig ist und dunkel. Riecht, naja, wie diese Naturprodukte eben riechen, ohne diese künstlichen oder synthetischen Zusatzstoffe. Also das erste Gefühl auf der Haut ist kühl und es ist nicht zu dunkel. Sie deckt leicht ab. Leichte bis mittlere Deckkraft. Augenpartie mal aussparen. Lässt sich wohl auch sehr gut mit dem Finger verteilen, aber ich bevorzuge das jetzt hier zur Demo lieber mit einem Pinsel. Es gleicht sich sofort an, der Hautton, ich sehe das. Also es ist für Freundinnen gedacht, des leichten Looks. Man kann natürlich noch, auch, also durchaus einen Primer drunter auftragen. Es ist auf jeden Fall nicht cakey, ne? Sie ist auch leichter als die Nivea. Die Nivea war ein bisschen kompakter, aber die ist auch gut. Es ist interessant, das so zu spüren auf der Haut, wie sich jede einzelne BB-Cream hier macht. So, naja, der Geruch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das sind ja diese Naturprodukte meistens. So, ich gebe das nochmal auf, dann seht ihr das. Ja? Dieser Farbton, das ist der, heißt es jetzt mittlerer oder das ist mittlerer, also mittlerer Hauttyp. So. Also ich glaube, ich würde es mit dem Pinsel machen. Ich würde das nicht mit der Hand machen. Legt euch einen guten
Foundation Pinsel zu. Also meine Rötungen sind abgedeckt. Ulla. Und sie ist wirklich leicht. Sie ist ganz leicht und sie klebt auch nicht. Sie hat nicht so ein, nur so ein klebriges Gefühl. So leicht verschmilzt mit der Haut. Also ihr seht, ich entwickle mich immer weiter runter. Ne? Jetzt sind wir schon bei 3 Euro. Ich habe schon gedacht, 5 Euro und noch was, wie bei den Nivea, wäre nicht zu toppen. Aber die toppt es jetzt erst recht. Also wer Naturkosmetik mag, und es gibt ja einige hier auf dem Kanal, die Naturkosmetik wirklich mögen. Und da ist das ein super Produkt für extrem wenig Geld. Und kleine Unebenheiten kann man ja abdecken mit einem Concealer, ja. So, es ist immer noch schön, auch wenn ihr nur eine BB-Cream aufgetragen habt, einfach noch ein bisschen Rouge mit drüber zu geben. Hier, das ist auch ziemlich hell. Gucken wir nochmal rein mit dem Rest. Ich nehme mal, das hatte ich ganz lange nicht, von Maybelline. Das ist dieser Dream Blush. Und der, also cremig, aber leicht pudrig. Der ist sofort auf den Wangen pudrig. Und das macht ihr einfach mit dem gleichen Pinsel. Und dann habt ihr schöne Übergänge. Also ganz, nur ein Hauch ist das. Ein kleiner, minimaler Hauch. Reicht völlig aus. So, bleiben wir bei der Drogerie. Ich habe hier jetzt noch einen, der ist dieser, wie nennen die sich denn eigentlich? Revlon Matt Balm, diese Stifte. Der ist auch vom letzten Jahr. Sehr farbintensiv, cremig, leicht im Auftrag durch die dicke Spitze. Ihr könnt natürlich auch einen Konturenstift benutzen. Wenn ihr es nicht. So. So, ihr Lieben, das ist jetzt ein weiterer Test gewesen. Naturkosmetik aus dem Drogeriemarkt Rossmann. Das ist diese Creme. Kommt in diesem Packaging daher. Ohne Plastik drumherum. Feedback ist gut. Da kann man nichts zu sagen. Also 3,19 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eigentlich unfassbar. Wir kaufen im Laufe unseres Lebens so teure Foundations, die mit allerhand Zusatzstoffen versehen sind. Und dabei liegt manchmal die Lösung so nah. Ne? Und sie riecht, ich rieche es mal, kann ja jetzt mein Gesicht nicht riechen. Es verfliegt, der Geruch verfliegt. Und selbst auf der, es ist kein babbiges Gefühl. Und es mattiert auch. Es mattiert sehr schön. Es mattiert, stimmt, was Sie gesagt haben. Setzt sich nicht in den Poren ab, hat wie gesagt diesen Lichtschutzfaktor. Gleicht so kleine Unebenheiten aus, Rötungen ganz besonders. Also die Rötungen gehen ganz gut damit weg. Also, ihr Süßen, vielen Dank für eure Feedbacks. Und ihr seht ja, ich erfülle auch Wünsche. Und unter anderem war ein Wunsch nach Olas CC Cream. Das ist nicht ein BB, das ist eine CC Cream. Und ich habe sie gefunden. Hier ist sie. Die gibt es dann im nächsten Video. Kostet 9,99 Euro. Einige kennen vielleicht noch Olas. Oil of Olas, das heißt ja gar nicht mehr Oil of Olas. Bin ich auch sehr gespannt. Hat ja auch einen Lichtschutzfaktor. Hier gibt es auch einen mittleren Hauttyp und einen helleren Hauttyp. Ich habe jetzt den mittleren genommen. Hell ist einfach zu hell. So, also, eure Wünsche werden, wenn es möglich ist, umgesetzt, werden erfüllt. Und es ist doch ein schönes Miteinander hier, ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verbleibe mit den herzlichsten Grüßen, seid besonders gut zu euch und bis bald. Tschüss.